folgende Veranstaltung wird Ihnen präsentiert von den persönlichen Mitgliedern der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht. Harmonie zwischen Pferd und Mensch. Das ist das erklärte Ziel und der Leitgedanke der mittlerweile fast 60.000 persönlichen Mitglieder. Werden auch Sie persönliches Mitglied der FN und profitieren Sie von unseren Vorteilen für Pferdefreunde. Hallo und herzlich willkommen hier zur Regionaltagung Westfalen der persönlichen Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Wir sind hier im Pferdezentrum in Münsterhandorf und das Thema ist Ausbildung eines Dressurpferdes. Also wie schafft man das, dass diese Pferde im Viereck das zeigen, was sie wirklich können? Und wir haben zwei hier, die das seit Jahren sehr, sehr erfolgreich probieren, die das sehr, sehr erfolgreich machen. Helen und Sebastian Lange-Hahnberg. Helen, Teamweltmeisterin. Wie schafft man denn das, Dressurpferde das rauszuholen, was da drin steckt? Ja, natürlich mit viel, viel Geduld, viel Kleinarbeit, also ganz viel Arbeit auch. Aber ich glaube, ich sage immer auch ganz gerne, es ist irgendwo auch vielleicht eine Passion. Und man muss es lieben, was man macht. Ich glaube, eigentlich wie auch in jedem Job, wie in jedem Hobby, wie in jedem Sport. Aber ich glaube, man muss es lieben und leben und dann Geduld haben. Sebastian, wie ist denn das mit den Talenten? Entdeckt man die, so hat man einen Blick dafür. Wie ist das bei dir? Ja, natürlich, wenn man ein junges Pferd in die Ausbildung bekommt, hat man immer eine Vorstellung, wie das Pferd mal sich in 2 oder 3 Jahren entwickeln könnte. Das klappt nicht immer. Mal ist man deutlich positiv überrascht, was durch die Ausbildung möglich ist. In anderen Situationen geht es leider nicht so vorwärts, wie man sich das vorgestellt hat. Aber natürlich versucht man immer, dass das Pferd zur Reitweise passt, zu einem passt. Man muss sich immer wieder einfach was vorstellen können. Man muss fast wie eine kleine Vision haben, wie das Pferd mal in 3 oder 4 Jahren aussieht, wie es sich bewegen kann, für welche Lektion es wirklich absolute Talente hat, was die absoluten Höhepunkte des Pferdes werden können. Und daraufhin arbeiten, immer weiter dran glauben, auch in kleinen und größeren Rückschlägen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir haben erstmal 3 Pferde dabei, die Helen unterm Sattel zeigen wird. Das ist eine jetzt 6-jährige Stute, dann nachher einen 7-jährigen Wallach und danach eine 10-jährige Stute, um ihnen einfach den Ausbildungsweg vom jüngeren zum älteren Dressurpferd zu zeigen, zu demonstrieren. Bei diesem Pferd total interessant. Wenn man einfach mal sieht, wie die Galoppade, die Grundgangarten sich verändern. Sie schüttelt sich, es ist ein bisschen hohe Kruppe, es ist noch Spannung drin, aber die ist total positiv dabei. Die will arbeiten und die wartet quasi auf das, was als nächstes passiert. Was ich nochmal vielleicht zu dem hier gerne sagen möchte, gerade zum Schluss, als wir so ein bisschen wirklich mit der höheren Versammlung begonnen haben, konnte man beobachten, also ich fühlen, sie beobachten, dass er so ein bisschen wackelig in der Anlehnung wurde und so leicht instabil. Und das zum Beispiel finde ich fordere was, aber ich muss ihm auch was geben, egal was ich mache oder welche Lektion ich fordere. Er hat sich unglaublich bemüht, sich zu versammeln, sich wirklich aufzunehmen, Last aufzunehmen, trotzdem abzufedern. Und dafür muss ich als Reiter ihm in dem Moment auch gestatten, sich eine Anlehnung zu suchen. Ist die ein bisschen tiefer, ist die ein bisschen höher, ist die mal in Rechtsstellung, ist die mal in Linksstellung oder vielleicht auch etwas wackelig, muss ich ihm das am Anfang zugestehen. Ich sag mal, ich möchte ja einerseits Chef sein. Ich möchte, dass mein Pferd auch in der Prüfung macht, was ich sage und dass es das gerne tut. Dafür komme ich natürlich auch in eine gewisse Verantwortung. Pferde sind ja auch Herdentiere. Und da bin ich natürlich in dem Moment auch verantwortlich, wenn ich da bin. Und ich sage, ich möchte aber das Kommando haben, dann bin ich auch in der Verantwortung, dass auch garantiert nichts passiert. Und das ist dann auch wiederum ein schönes Zeichen, das Pferd muss mir vertrauen können. Und auch wenn es ihm unheimlich ist und er denkt, oh Gott, was ist das für ein Applaus? Man sah, er spannte sich, die Tritte wurden trippelig und er galoppierte an. Aber er wusste, es passiert mir nichts und er blieb bei ihr. Er verspannte sich zwar, aber er wusste und ist sofort wieder entspannt. So, meine Chefin
ist da und ich kann mich darauf verlassen und habe darüber auch ein ziemlich entspanntes Leben, weil ich diese Aufgabe abgeben konnte. Und ja, ich glaube, dass es so auch dann ziemlich zufriedene Pferde werden, die einfach Spaß an der Arbeit haben und wo wir natürlich unglaublich viel Spaß dran haben, die zu reiten. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß an Ihren Pferden und hatten einen schönen Abend und konnten ein bisschen was mitnehmen und mir hat es Spaß gemacht. Danke. Diese Veranstaltung wurde Ihnen präsentiert von den persönlichen Mitgliedern der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht. Die komplette Sendung in voller Länge finden Sie im Archiv auf www.clipmyhorse.tv.